Ja, Oslav, wir fahren am Freitag nach Kiel und Samstag ist dort das Spiel bei der Kieler SV Holstein. Für dich ein besonderes Spiel? Ja, ich habe da jetzt lange gespielt und freue mich, die Jungs zu sehen. Viele spielen noch da und es ist auf jeden Fall ein besonderes Spiel und freue ich mich schon darauf. Wird Familie kommen? Gibt es noch viele, mit denen du auch Kontakt hast jetzt über die Woche? Ja, Familie jetzt nicht, aber viele Bekannten halt, die ich da kenne. Warte, ich mache eine kurze Pause, können wir gleich dann schneiden, weil ich habe ja jetzt mit der dritten Frage vor meiner zweiten, aber wir machen einfach weiter. Du hast 5 Jahre in Kiel gespielt. Was erwartet uns da für eine Stimmung? Wie stark ist Holstein? Du hast ja, wie gesagt, selber warst dann lange Zeit ein Teil davon. Ja, was erwartet uns? Da kommen ja mit Sicherheit 4.000 bis 5.000 Zuschauer, machen gute Stimmung. Aber es ist auch nichts jetzt Besonderes. Und Kiel halt starke Mannschaft, zweikampfstark und die würden alles geben. Die brauchen ja auch die 3 Punkte jetzt auch. Du hast in den letzten 2 Spielen in der Startformation, hast du eine neue Chance bekommen. Wie fühlst du dich selber? Was glaubst du, was kann die Mannschaft in Kiel erreichen? Ja, ich hoffe, dass die Mannschaft will, nach Kiel zu fahren und 3 Punkte zu holen. Und ich fühle mich halt auch immer besser. Jetzt habe ich ein bisschen länger immer gespielt und fühle ich mich auch gut jetzt. Dankeschön. Bitte.